Bevor das Video beginnt, wollte ich zum Start von Fighters das Game für die PS4 verlosen. Zudem legen wir zusammen mit Figuya eine Son Goku-Figur noch oben drauf. Um einen von den beiden Preisen zu gewinnen, müsst ihr lediglich das Bild auf Instagram liken, mir dort folgen und den jeweiligen Hashtag für den Preis drunter schreiben. Für das Game Hashtag FightersLoot, für die Figur Hashtag FigurLoot. Sobald ihr das alles gemacht habt, heißt es nur noch Daumen drücken und bis Freitag warten. Und nun aber viel Glück und viel Spaß mit dem Video. So, meine lieben Freunde, ihr habt soeben das Dragon Ball Fighters Intro gesehen. Meine Fresse, ist das geil. Mir hat es auf jeden Fall mega gut gefallen, diese ganzen Einblendungen. Und damit startet jetzt auch mein Projekt zu diesem Spiel. Und ich würde mal sagen, wir legen direkt los. Ich will gar keine Zeit verlieren. Auf jeden Fall wäre es eine ultra coole Sache, wenn ihr auf jeden Fall direkt schon mal dem Video einen Daumen nach oben gebt, Freunde. Ich versuche auf jeden Fall so viele Videos zu bringen, wie es einfach nur geht. Deswegen, ich brauche eure Unterstützung. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Und dann wird das auf jeden Fall auch ein geiles Projekt. Und ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall alle schön mit dabei. Aber jetzt würde ich mal sagen, gehen wir erstmal in die Lobby. Willkommen in der Fighter Z Lobby. Sie dient als Hauptmenü des Spiels und zentrale Anlaufstelle für alle Spieler. Du brauchst einen Lobby-Charakter, um dich in der Lobby zu bewegen. Momentan bist du als Son Goku in der Lobby, aber du kannst aus vielen verschiedenen Charakteren wählen. Besorgen wir dir welche. Du findest Lobby-Charakter in Z-Cups. Im Moment läuft eine Sonderaktion, also lassen wir dich mal 10 Kapseln öffnen. Mal sehen, was du findest. Okay, Münzwurf. Ich habe ehrlich gesagt noch davon gar nichts gehört, das ist aber ziemlich cool hier. Schauen wir mal, was wir rauskriegen. Wir haben jetzt hier gleich mal ein paar Sachen schon bekommen. Lobbycharakter Kid Buu Farbe 4. Also man muss die ganzen Charaktere auf jeden Fall auch freischalten von der Farbe her. Ist auf jeden Fall interessant. Charakterfarbe, glaube ich, dann während dem Kampf oder so. Also es wird auf jeden Fall einige Charakterfarben geben. Spielerkartendesign, fliegende Jindu Jun, Titelbildschirm, was? Kanesane, also wir haben da auf jeden Fall krasse Sachen, so Titelbildschirm, Rolling oder Gebüter, Veteran, also okay, interessant auf jeden Fall. Neben der Lobbycharakter findest du in Z-Camps auch neue Charakterfarben, Titel und viele andere Dinge. Du kannst Z-Camps im Laden in der Lobby kaufen. Wenn du genügend Zähne gespart hast, besuchen den Laden und kauf dir noch welche Kapseln. Die Z-Kapseln, die du gerade erhalten hast, erhält einen neuen Lobbycharakter. Wähl ihn doch gleich aus. Okay, wir haben auf jeden Fall einen neuen Lobbycharakter und wir können auch sehen, oh, hier, guck mal, C18 in Farbe 04 mit Freizeitklamotten. Ist ja mal obergeil, ist ja mal ultra geil. Wir haben hier sogar Freezer mit einem lilanen Kopf. Also ich habe gar keine Ahnung, wie ich ihn nehmen soll. Ich glaube, ich nehme echt einfach Freezer mit lilanen Kopf. Das sieht irgendwie fresh aus. Okay, du hast deinen Lobbycharakter geändert. Das kannst du jederzeit tun, indem du ein Lobbymenü anpassen und deinen Lobbycharakter festlegen willst. Sehen wir uns jetzt Quest-Tutorials an. In der Lobby gibt es eine Liste an allen momentan verfügbaren Quests. Schließt du einen davon ab, erhältst du Gegenstände und andere Belohnungen. Okay, wir heißen hier irgendwie DB-Fighter. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie noch ändern kann. Aber wir können ja erstmal jetzt rumlaufen und uns das Ganze mal hier angucken. Also hier ist dann doch nichts. Also das ist jetzt interessant. Ich habe ja die ganze Zeit während der Beta gesagt, hey, hier könnte die Stadt sein. Das ist sie auch und vielleicht ist hier dann der Story-Modus. Aber nein, hier ist einfach gar nichts. Hier kann man nur so ein bisschen rumchillen, vielleicht mit seinen Freunden abhängen, im Discord reden und so. Dann haben wir hier den Arcade-Modus. Also wir werden natürlich auch den ein oder anderen Modus testen, Freunde. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Hier haben wir den lokalen Kampf. Okay, da habe ich jetzt in der Beta immer gedacht, das wäre vielleicht der Turniermodus für den Online-Modus. Aber das ist auch nicht der Fall. Aber das gefällt mir auf jeden Fall, wie man hier so schön rumlaufen kann. Nur schade, dass man nicht auf die Arena hier selbst drauf kann. Aber das ist das kleinste Problem. Dann haben wir hier oben natürlich online. Da steht auf jeden Fall jetzt kein Dickerchen, weil der einfach weg ist und die Server natürlich noch nicht online sind, richtig. Dann müssen wir auf jeden Fall nochmal warten.
Das Kamehaus haben wir, hier können wir leider auch noch nichts machen. Was haben wir hier? Hier ist der Laden, genau. Dann haben wir hier die Story. Okay, das ist die Story also. Das ist interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich schon direkt loslegen kann. Werden wir auf jeden Fall gleich checken. Und hier unten müsste dann der Übungsmodus sein, wie auch in der Beta, wo man natürlich dann das Tutorial nachspielen kann und wie man eben lustig ist. Ja, Freunde, ich habe das Spiel schon vorher bekommen. Ich bin ja mit einer Partnerschaft von Bandai Namco und da habe ich halt die Chance, das Spiel schon früher zu bekommen. Jeder andere bekommt das am 26. Januar. Deswegen hate da nicht rum oder so. Gönnt es mir einfach. Wie gesagt, ich arbeite ja auch dafür und mache auch Videos dafür. Und da ist es eigentlich, glaube ich, auch nur recht, wenn ich das ein bisschen früher kriege. So. Auf eine Quest gehen. Willkommen zu Dragon Ball Fighters. Sieh dir Infos über verschiedene Modi und Funktionen der Lobby an. Ne, das wollen wir nicht. Ich will eigentlich direkt weitermachen jetzt mit dem Story-Modus, Freunde. Ich will eigentlich direkt anfangen und ich würde mal sagen, wir legen auch los. Ich bin mal kurz ruhig und ich denke, jetzt kommt auf jeden Fall auch gleich direkt eine Cutscene. Legen wir los. So, Freunde, wir haben auf jeden Fall hier mehrere Stories und zwar die Superkrieger-Story. Dann haben wir hier, keine Ahnung, was das ist, vielleicht die Cyborg-Story und was weiß ich noch alles. Also ich denke mal, da kann bestimmt noch einiges dazukommen. Und es sieht auch danach aus, dass man per DLC vielleicht solche weiteren Felder hier auf jeden Fall dazukriegen kann. Aber mal gucken. Wir werden auf jeden Fall sehen, was uns da auf jeden Fall erwarten wird. Wir fangen jetzt auf jeden Fall an mit der Superkrieger-Story. Ich bin gespannt. Superkrieger-Story. Du hast irgendwo Son Gokus Körper übernommen, was für dich genauso verwirrend ist wie für Bulma. Leider bleibt keine Zeit für Nachforschungen. C16 ist aufgetaucht. よかった。目が覚めたみたいね。急に目の前で倒れるんだもの。びっくりさせないでよね。 Ja, wir können auf jeden Fall jetzt auch antworten, von wegen, wo bin ich, wer bist du? Fragen wir erstmal, wo bin ich? ちょっと、寝ぼけてるの?私の家の庭に決まってるじゃない。しっかりしてよね、まったく。って、嘘。もしかして、本当に分かってないの?ソン君ってば。 どうしちゃったわけ?頭を打ったの?熱はない?自分が孫悟空だってことは分かるのよね? Ja, sollen wir jetzt antworten mit wer ist Son Goku oder mit wem redest du? Fragen wir erstmal mit wer ist Son Goku, weil mit wem redest du ist ein bisschen doof, finde ich irgendwie. Ich meine, sie guckt uns ja an und redet mit uns, also das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so verstehen. Aber deswegen werden wir jetzt erstmal mit wer ist Son Goku antworten. あんたに決まってるじゃない。っていうか、なんなのよその変な口調は。 鏡を見た反応からすると、あんた本当に孫君じゃないの?でも見た目は間違いなく孫君だし、もしかして記憶喪失?ああ、もうどうしたらいいのよ。今はそれどころじゃないのに。ここにいたか。 誰よ、この大変な時に。あ、あんたはまさか16号?16号なの?ねえ、セルに破壊されたはずのあんたがどうしてここに?もしかしてドラゴンボールで生き返ったの?16号まで復活したなんて一体何が起きているっていうの?
Chotto! Damatte naide! Nantoka iinasaiyo! Cell ni koasarete koshoushita toki, naoshite ageta on o wasureta no? Sore wa ore dewa nai. Betsu no 16 hou da. I? Son Goku ni link shite iru mono yo. Son Goku no karada goto issho ni kite morau zo. Teikou suru to iu nara, chikara zuku demo tsurete iku. Son-kun, jonkyou wa yoku wakannai kedo, sassa to 16 hou o yatsuke chatte yo. Masaka, tatakai kata mo wasure chatte run ja. その肉体は孫悟空のもの。強度もそのままのはずだ。多少手荒な真似をするなら、お前が死ぬことはない。殺すわけにはいかないからな。危ない！ソン君！なるほど。お前の才能は本物のようだ。ならば、こちらも手を抜かない。Okay, wir sind jetzt im Tutorial-Kampf. Wir sehen, wir sind Son Goku, haben 5000 KP-Punkte und müssen gegen C16 kämpfen. Er hat auf jeden Fall einen Erfahrungsbonus Stufe 4 drin. Ist auf jeden Fall interessant. Gehen wir zuerst mal einmal die allgemeine Steuerung durch. Meistere sie, dann wirst du deinen Gegner besiegen. Okay, das ist auf jeden Fall definitiv ein kompletter Tutorial-Kampf. Und den werden wir jetzt direkt mal machen. Okay, wir sind schon im Ladebildschirm drin, Freunde. Oh shit, ich bin ein bisschen aufgeregt, Freunde. Ich muss gleich vorweg sagen, ich bin nicht der beste 2D-Kämpfer. Also das muss ich gleich hier an der Stelle schon mal sagen. Deswegen verurteilt mich deswegen nicht. Es kann mal sein, dass die ein oder andere Kombo des Öfteren doppelt kommen wird. Aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, Freunde. Ihr kennt mich. So, dein erster Kampf. Du stehst kurz vor deinem ersten Kampf. Aber bevor du loslegst, sollten wir uns die verschiedenen Symbole und Anzeigen ansehen, damit du verstehst, wie Kämpfe funktionieren. Weiter. Gesundheitsanzeige. Die Gesundheitsanzeige zeigt an, wie viel Gesundheit dein Charakter noch hat. Sie sinkt ein wenig, wenn du von Angriffen deines Gegners getroffen wirst. Wenn deine Kämpfe sämtliche Gesundheit verliert, kann er nicht weiterkämpfen. Also treibe deinen Gegner in die Defensive und leere seine Gesundheitsanzeige zuerst. Die Ki-Anzeige zeigt, wie viel Ki dein Charakter aktuell hat. Jeder erfolgreiche Angriff füllt die Anzeige ein wenig. Mit Ki kannst du verschiedene Angriffe entfesseln und deinen Gegner richtig fertig machen. Verbleibende Zeit zeigt an, bla bla bla, das muss man nicht wissen, das kann sich jeder denken. Funkexplosionssymbol. Dieses Symbol zeigt an, ob du eine Funkexplosion benutzen kannst, die deinen Körper kurz verstärkt. Du kannst mehr über Funkexplosionen lernen, wenn du im Spiel weiterkommst, aber zuerst musst du die grundlegende Steuerung erlernen. Genug geredet, ab jetzt lassen wir die Fäuste sprechen. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm und übernimm die Kontrolle über deinen Kämpfer. Okay, wir müssen nach vorne und nach. Ja, also zurück und nach vorne. Das ist auf jeden Fall nichts Besonderes. Das haben wir auf jeden Fall geschafft. Oh Mann, ich will endlich kämpfen, Freunde. Kennt ihr dieses Gefühl? So, springen haben wir auch alles geschafft. Easy. Man kann sogar einen Double Jump machen, indem man erst nach unten drückt und dann nach oben. Tritt mit zwei leichten Angriffen. Zack. Griff mit zwei leichten Angriffen. Hab ich doch. Eins, zwei. Bitteschön. Oh Mann. Mit vollem Hype. Verführe einen mittleren Angriff auf den Stand und einen mittleren Angriff auf der Hocke. So, zack und zock. Zock, zock, zock und zock. So, schleudere deinen Gegner mit einem schweren Angriff in die Luft. Bam, Alter. Ich liebe diesen Angriff. Immer schön mit Kreis und dann kann man schön weiterkämpfen. Besiege den Gegner. Okay, da bleibt auf jeden Fall nicht mehr viel übrig von ihm. Und Teleportation und tschüss. Ja, verdammt, fast sind wir so geschafft. Komm, komm her. So ein paar Sachen weiß ich natürlich noch aus der Beta. Die auf jeden Fall wichtig sind. Sagen wir es mal so. Auch wenn es ein paar Momente gab, wo ich in der Beta auf jeden Fall ordentlich rasiert wurde. Aber das spielt jetzt auf jeden Fall keine Rolle hier, Freunde. So, wir können natürlich auch im Level aufsteigen. Wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt nicht wirklich viel Erfahrungspunkte bekommen. Es war ja auch nur ein Tutorial. Da ist es auf jeden Fall nicht vonnöten. リンクして間もないというのになかなかやるな。こんにちはブルマさん。ごちそうをいただけると聞いて伺ったのですが、
わざわざ僕たちを呼び出したんだ。よっぽど美味しいものなんだろうね。ん？なんだお前、どうやら人間じゃないようだが。邪魔が入ったようだな。ここは出直した方が良さそうだ。孫悟空にリンクしている。また会おう。行っちゃった。さてと、孫悟空の中にいるやつ、お前は誰だ？僕の目はごまかせないぞ。え？どういうこと？この人は孫くんじゃないっていうの？おやおや、これは不思議ですね。悟空さんの体なんですが、本人の気はわずかにしか感じません。その代わり、知らない人の気が感じられます。第三者が悟空さんの体を乗っ取っているというところですかね。体を乗っ取っている？そんなことって。ちょっとあんた、孫君の体から出て行きなさいよ。あんたに乗っ取られているほど孫君は暇じゃないのよ。ブルマさん、そんなに困らせるものではありませんよ。この方も意図せず悟空さんの体に入ってしまったようですし。というわけで、悟空さんの体の中にいるあなた、あなたですよ。まずは心の中で悟空さんに呼びかけてみていただけませんか？あなたなら同じ体の中に眠る悟空さんと話すことができるはずです。あれ？おめえ誰だ？それにここどこだ？変だな、体が動かねえ。おら、どうしちまったんだ？なあ、おめえなんか知らねえか？おめえがおらの体に入ってるって？それにしてもウィス、この妙な波動は一体何だろうね。やはりビルス様もお気づきでしたか。どうやら人の手で作られたもののようですが。波動？何の話？なんだ、お前にはわからないのか。鈍いな。鈍いとは何よ、失礼ね。普通の人間はわからないわよ。おや、この件についてお話があったわけではないのですね。てっきりごちそうを食べさせる代わりにこの波動について教えろというのかと。あ、そうよ、すっかり忘れてた。今世界中が大変なことになってるのよ。急に孫君たちの偽物みたいなのが出てきて世界中で暴れてるし、突然フリーザやセルが復活したりで大混乱なんだから。ふん。ふーんじゃないでしょ。地球のピンチなのよ。せっかく来たんだからあいつらを倒してよ。僕には関係ないことだ。そんなことより早くおいしい食べ物を出せ。つまり助けてくれないのね。とはいえ、この波動についてはいささか気になりますね。おや、悟空さんの気が少し増えたみたいですよ。どうやらあなた、悟空さんと無事お話ができたみたいですね。悟空さん、聞こえますか？それがよ、腹減ったし起きようと思うんだけど、目が覚めねえんだ。オラがいる場所の出口がどっかわかんねえし、ぶっ壊して出られる気もしねえ。悟空さんから返答がないところを見ると、やはり自力では動けないようですね。あれ、オラの声ウィスさんに聞こえてねえか？ウィスさんの声は聞こえんだけどな、困っちまったな。ひょっとすると悟空さんがこうなったのは
この波動の影響かもしれませんね。波動の力で気の量が制限され、反動で精神が体の奥底で冬眠状態になった、そんなところでしょうか。気が多そうな連中は全員強制的に眠らされているようだな。だったらなんでビルス様とウィスさんは大丈夫なわけ？決まってるだろう、神はそんな波動なんかの影響は受けない。あ、そう。まあこの謎の波動を何とかしない限り、悟空さんはずっとこのままでしょうね。そんなの困るわよ。あ、ちょっと待って、今各地の様子を見に行くってみんな外に調べに行ってるのよ。でも強い人が眠っちゃうってことは、他のみんなも出て行った先で動けなくなっているでしょうね、おそらく。もしくは誰かに体を乗っ取られているか。どうすればいいのよ。全員が動けなくなっちゃうなんて、今までで最大のピンチじゃない。この状況を打破するには、この波動を止める必要があるでしょうね。ブルマさん、この波動の原因に心当たりはありませんか？急にそんなこと言われても。あ、そういえば思い当たることがあるようだな。なんであの時16号が現れたんだろうって。それに孫悟空にリンクしているものって言ってたし、今起こってることと全く関係ないとも思えないわ。なるほど、そう思うのでしたら探ってみる価値はあるのでは。そうよね、まずは調べてみないとわからないわ。それにみんなのこともそのままってわけにはいかないしね。そうなると強い人の助けがいるんだけど。言っておくけど僕たちは手伝わないよ。そんなこと言わないでよ、おいしいごちそう用意するからね。何度も言うようだが、僕たちには関係ないことだ。困っているなら悟空の体に入っているやつに頼めばいいだろう。え？悟空の体を動かせるんだろう。だったらこいつも戦えるはずだ。仕方ないか。まあ、あんただって元の体に戻れないと困るでしょ。というわけで、私たちに協力してね。Dies ist eine Karte der Dragon Ball Welt. Übernimm die Kontrolle über den Charakter, mit dem du verbunden bist, und beende das Chaos im Land. Wenn du ein neues Feld auf der Karte betrittst, verbrauchst du einen Zug. Wenn du keine Züge mehr hast, ist das Spiel vorbei. Plane deine Bewegung also genau. Das ist ein Boss-Symbol. Besiege den Boss auf diesem Feld, damit die Geschichte weitergeht. Besiege den Boss auf jeden Fall, bevor du keine Züge mehr hast. Okay, das scheint auf jeden Fall ziemlich interessant hier zu sein, Freunde. Die Story fängt auf jeden Fall schon mal richtig, richtig cool an. Wir haben oben die restlichen 10 Züge, ich denke mal pro Feld immer einen Zug, und haben dann eben halt die Chance, ihn dann hier noch zu besiegen. Und das müssen wir halt alles in dem Zeitraum schaffen. Aber das machen wir jetzt nicht mehr in diesem Part, das machen wir erst im nächsten Part, Freunde. Deswegen würde ich euch bitten, einfach im nächsten Part wieder einzuschalten. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ist auf jeden Fall ein interessanter Start in die Story. Ich bin echt mal gespannt, was das Ganze mit C16 auf sich hat. Besonders gerade mit Goku, wie es einfach dazu kommt, dass irgendjemand Fremdes in seinem Körper steckt und wer das überhaupt ist. Vielleicht ist es ja auch einfach nur irgendjemand, den wir gar nie zu Gesicht bekommen. Oder ist es halt wirklich jemand, den wir zu Gesicht bekommen? Das sind solche Sachen, die würde ich ganz gerne wissen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sieht's bei euch aus? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich über einen Daumen nach oben, wie gesagt, sehr freuen. Kommentar sowieso. Und dann machen wir auf jeden Fall im nächsten Part weiter. Bis dahin, haut rein. Tödelö.